Hey Steven, ich habe mein Wort gehalten. Ist zwar keine Fahne, aber ich bin sehr zufrieden. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Super, dann sehen wir uns morgen. Danke, Mann. Ciao, ne? Moin Moin aus Österreich zum vierten und auch letzten Tag hier aus Mittersill. Heute stehen noch die beiden Testspiele von der Profimannschaft für uns an und dort werden wir natürlich da sein und dann ja, am Abend auch schon so langsam wieder die Koffer packen, denn morgen früh geht schon wieder in die Heimat. Ist ja auch eine lange Fahrt wieder zurück bis nach Gelsenkirchen. Ihr werdet aber jetzt heute natürlich noch hier den gesamten letzten Tag sehen. Viel Spaß! Könnte ich jetzt sagen, weil jetzt hier hätten wir ein Talent dabei. Wie erkennen wir Talent? Das ist eine Frage, die man sich wahrscheinlich noch stellen muss. Ich glaube, was wichtig ist, ist sowas wie eine gute Hand-Augen-Koordination. Also praktisch, dass man schnell zwischen Hand und dem Gehirn und dem Auge das wiedergeben kann, dass man halt, was sich jetzt genau drücken muss. Ist es denkbar, dass vielleicht irgendwann mal der reale Fußball von dem elektronischen Fußball profitieren kann? Ich glaube, dass er jetzt schon von dem elektronischen Fußball profitieren kann, also zumindest von dem E-Sport generell, weil es ist halt sehr, sehr viel digital. Unsere Welt ist halt sehr, sehr, sehr digital und sie wird sich halt dahin auch noch immer weiter hin orientieren. Ich glaube, dass der klassische Fußball da noch viel von lernen kann. Das ist eigentlich gut, dass Schalke das macht. Das ist so ein Miteinander und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich bin die Vertretung für die AV. AV ist ja ein großer Sponsor. Unser Hauptsponsor beim E-Sport. Ja. Nicht nur Fußball auf dem Feld, ist klar. Ne? Wir Knappenschmiede unterstützen wir. Mein Kollege Hugo Siri begleitet die Camps in ganz Deutschland. Und heute bin ich in Vertretung mit hier, mit meinem Sohn, mal in Österreich. Und ich freue mich sehr, dass die RNV so einen tollen Verein und so eine tollen Freizeitaktivitäten unterstützt. Und das ist auch für die Zukunft. Ja. Genauso wie wir hier auf dem Platz die Talente fördern, fördern wir das im E-Sports-Bereich. Und da das freue ich mich, ja, dass ich dich kennengelernt habe. Ja, das freut mich sehr. Ich muss sagen, er kam mir auch sehr, sehr gut an bei den Jungs. Das freut mich dann natürlich auch immer sehr, wenn ich die vielen Kinderaugen glücklich machen kann. Du musst es schon ein paar Unterschriften leisten, ja? Das stimmt, ja. Von daher war das eine sehr gute Sache. Wie ihr gesehen habt, war es für uns ein ziemlich erfolgreicher Tag und on top hat dann natürlich auch noch Steven Skripski, also den Spieler, den ich gestern noch am Plakat überreicht habe, dass er ja der allerbeste Mann ist, auch noch dann das zwischenzeitliche 1:0 erzielt. Also viel besser konnte es eigentlich nicht laufen, habe ich mich sehr für ihn gefreut. 18. Minute, Caligiuri, klasse für Skripski und der trifft. Uns geht es jetzt weiter gleich mit Koffer packen, denn morgen geht es wieder Richtung Gelsenkirchen in die Heimat. Nee, so kann man meinen Arsch drüber, glaube ich. V.O. Und jetzt? Was? Du hast gesagt, wir sollen es mal anschauen. Kann ich schon anfangen? Warte, was war denn die letzte Szene ungefähr? Als du das siehst, ne? Das ist ein tolles Kerlchen. Das ist ein echt tolles Gerät. Also die Kamera. Nee, komm.